Guten Morgen für euch alle. Heute tatsächlich die Nummer 99. Heute ist Montag, der 29. Juni 2020. Heute gibt es ein paar Gedanken über die Tragödie. Ich sage euch gleich, wer sie geschrieben hat. Die Tragödie, das große Drama, ist immer an mir vorübergegangen, so wie an den meisten Menschen. Darüber ist jeder froh, doch gleichzeitig gibt es einen unstillbaren Hunger nach Katastrophen. Das ist der Grund, warum die Kinos voll sind und das Fernsehen vor lauter großen Ereignissen beinahe aus den Nähten platzt. Das heißt, vor lauter Ersatzereignissen, in denen das Drama durch Action, Verfolgungsjagden, Schießereien und apokalyptische Visionen und die Tragödie durch Streitereien ersetzt wird. Ich weiß nicht, wo sich in Griechenland das Grab des Sophokles befindet, aber wenn dort irgendwo merkwürdige Geräusche in der Erde zu hören sind, dann, weil er sich im Grabe umdreht. Keiner weiß mehr, was das Wort Tragödie meint, das Aufeinandertreffen von zwei unvereinbaren Wahrheiten. In Traueranzeigen liest man oft nach einem tragischen Verkehrsunfall. Doch bei einem Verkehrsunfall zu sterben, ist nie tragisch, nicht einmal dramatisch, sondern nur stumpfsinnig. Oder noch eine kleine Bemerkung zum Schluss. Wie durch ein Wunder wurde sein Leben gerettet. Niemals wird man lesen, wie durch ein Wunder fand er den Tod. Der Niederländer Harry Mulisch hat das geschrieben in seinem wunderbaren kleinen Band Das Theater, der Brief und die Wahrheit. Leider ist Harry Mulisch auch schon nicht mehr am Leben, 2010 gestorben. Aber es lohnt sich. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Tag. Bis morgen zur 100.